Ich habe das hier mal aufgeschrieben und zwar gibt es Neuigkeiten von Medical Exclusive, wo ich war. Ich hatte gestern telefoniert mit denen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich grüße alle Plantierten und die, die noch plantiert werden wollen. Auf Man Secrets, dem Kanal für Männer, rund ums Thema Beauty, Schönheit, Fettabsaugung, Augenlidstraffung, Tränensackentfernung, whatever. Ihr wisst ja, ich begleite immer Menschen in die Türkei nach Istanbul für, ich sag mal, einen schmalen Taler. Und ja, da, wie ihr ja auch wisst, ja, darum soll es aber auch jetzt auch gehen. Ihr kennt den ganzen Radadadatsch von meinen Videos. Okay, also. Ich möchte ein kurzes Update geben, wie es mir jetzt geht mit dem MSN, mit dem OPC Traubenkernextrakt und mit dem Silizium und außerdem mit der Supplementierung von D3. Also, in meinem letzten Video hatte ich gesagt, das ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, dass ich ein bisschen Durchfall hatte, weil ich das D3 zu hoch supplementiert habe. Darauf habe ich auch sehr nette Nachrichten bekommen. Einer sagte auch, Mensch Frankie, das ist einfach zu viel, zu schnell, zu hoch. Dann bin ich von diesen 60.000 Einheiten und habe mich eingependelt auf 30.000. Und zwar habe ich da aber nochmal einen Test gemacht. Ich habe auf 30.000 Einheiten am Tag meinen Vitamin-3-Spiegel dosiert. Bevor ihr sowas macht, immer mit dem Arzt, Apotheker sprechen, niemals einfach so. Das ist ein Experiment, das nehme ich komplett auf meine Verantwortung. Und wer das überdosiert in der Höhe, das ist vielleicht nicht gut, da würde ich einen Arzt fragen oder einen Apotheker fragen. Die werden euch dann sagen, nicht mehr als 1000 Einheiten, sonst kriegt ihr irgendwelche Nierensteine oder Nierenversagen oder was für ein Bullshit sie euch erzählen. Wie gesagt, Schulmedizin und ich weiß es nicht. Fragt nach oder guckt bei Naturheilkunde, guckt euch andere Videos an, vielleicht nicht ganz bei YouTube, dann sind wir nicht auf diesen ganzen zensierten Plattformen. Kann man mit BitChute was finden oder bei Odyssey oder wo auch immer. Auch bei D-Life gibt es Naturheilkunde, Leute, die sich da einfach mit auskennen. So, zusätzlich habe ich meine Ernährung natürlich umgestellt. Das heißt, ich ernähre mich jetzt meistens oder weitestgehend vegan. Vegetarisch auf jeden Fall. Vegan, ja, manchmal, wenn ich Lust habe auf ein Käsebällchen, esse ich auch ein Käsebällchen. Aber generell keine tierischen Produkte mehr großartig. Bei mir im Kühlschrank gibt es keine Butter und keine Milch mehr. Also es gibt nur noch Hafermilch, aber keine Milch mehr. Ich möchte das auch nicht mehr unterstützen, dieses elendige Tierleid. Das gehört auch noch dazu, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und wenn du dich vegan ernährst, dann bekommst du deinen Körper einfach in eine basische Funktion rein und durch dieses basische im Körper können sich zum Beispiel auch keine Krebszellen bilden. Also es ist ja auch nichts Neues, dass ein basischer Körper da keine Krebszellen bilden kann. So, ja, okay, also, jetzt kommen wir mal zur Dosierung. Also, ich habe mich eingegruft auf 30.000 Einheiten D3 am Tag. Zusätzlich nehme ich 2 Schwefel, also MSM, eine von den OPC, eine Silizium und das ist immer morgens. Abends genau das gleiche. Nochmal 2 Schwefel, ne, Traubenkernextrakt, eine Silizium. Eine. D3, 30.000 Einheiten. Nachdem ich das wieder eingependelt hatte, habe ich gedacht, ach man, Frank, schieb nochmal auf 40.000, 50.000 Einheiten hoch das D3. Das hatte ich vor 2, 3 Tagen nochmal probiert. Also alles in allem so gelassen, wie es ist. Stuhl war gut, alles hart, keine Bauchprobleme. Ich fühle mich fit, ich fühle mich fresh, ich fühle mich kräftig. Ich stehe morgens auf, bin nicht gerädert, nicht müde. Ich habe keine Kopf- oder Gliederschmerzen. Also das ist wirklich, wirklich geil. Also die Art dieser Supplementierung ist für den Körper wirklich fit. Also ich habe kein Zittern, Tittern, also es ist wirklich, wirklich cool. Wie es mit den Haaren ist, werden wir später sehen, weil das sollten wir echt nach 6 Monaten sehen. Wir gucken uns die Haare aber trotzdem an. Wir dürfen uns aber nicht blenden lassen, weil ne, jetzt nach dem ersten Video mit den Haaren und dem jetzigen sind 3 Wochen vergangen. Das heißt, die Haare werden wahrscheinlich 6, 7, 8 Millimeter länger sein. Obwohl ich nicht glaube, dass das viel gebracht hat. Aber wir lassen uns was Neues lernen. Wir wissen ja, 200% mehr Haare, das ist der Versuch. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und das sehen wir spätestens nach 6 Monaten oder 12 Monaten dann. Eine Sache noch zu dem D3. Ich habe dann vor 3, 4 Tagen das D3 nochmal hochgeschoben auf 50.000 Einheiten und dann war ich schön wieder scheißen. Also ich komme dann nicht drauf klar, wer so hoch supplementiert, mag sein, dass der eine das ab kann, der andere nicht. Meine Eltern, also mein Vater, der nimmt auch Vitamin D3, der nimmt auch 30.000 bis 40.000 Einheiten, der hat gar kein Problem. Meine Mutter hat schon Probleme bei 20.000 Einheiten D3. Also ich glaube, da muss man einfach auf den Körper hören. Ne? Meine Mutter nimmt D3 10.000 Einheiten am Tag. Mein Vater nimmt 40.000 Einheiten am Tag. Ich nehme 30.000 Einheiten am Tag. Zusätzlich mit dem OPC Magnesium Silizium und diesem ganzen Traumkernextrakt. Ich finde es geil. Also jetzt im Moment habe ich K2 nicht da. Ich hatte ja immer pro Topfen noch K2, 1000 Einheiten K2. Die habe ich jetzt aber für meinen Hund weggelegt, den kleinen Rudi, der Mops, der ist ja schon 12. Und
Der bekommt halt auch immer ins Futter. Der hat angefangen, weil er jetzt 12 Jahre alt ist. Der hat also nicht mehr eingehalten. Der hat ihn in die Wohnung gepinkelt und dann hat er gar nicht mehr Bescheid gesagt. Dann ist er auf dem Weg nach draußen, hat er schon gekackt. Aber ich bin ihm da nicht böse, ne? Ich meine, der ist alt und dann mache ich das weg und dann rede ich mit ihm da gar nicht mehr drüber. Aber generell ist es halt so, dann habe ich viel gelesen und dann mit einer Bekannten gesprochen, die macht Naturmedizin für Hunde und die hat gesagt, mach mal deinen Hund immer, einen Moment, Kokosnussöl mit ins Essen. Also immer mittags machst du ihm so einen kleinen Teelöffel Kokosnussöl mit ins Essen. Kein gehäuft, sondern so ein bisschen davon. So, das habe ich dann gemacht. Nach einer Woche, sieh da, ist er wieder zur Tür gegangen. Hätte ich nicht erwartet, dann hat er nur noch einmal die Woche in die Wohnung gekackt, weil wahrscheinlich, weiß ich nicht, was es bewirkt, aber er kackt auf jeden Fall nicht mehr in die Wohnung. Und wenn, denn nur noch einmal die Woche, weil er das dann vielleicht vergisst oder. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Hund in sein Trinkwasser K2 und D3 mit reinzumachen. Also er hat jeweils einen Tropfen D3, 1000 Einheiten, und einen Tropfen K2, 1000 Einheiten ins Wasser gekriegt. Und sieh da, nach, ich sag mal, so einer Woche Veränderung, der war immer so tranig und ist immer so langsam gelaufen und so. Also man sagt immer, pro 10 Kilo Körpergewicht 1000 Einheiten Vitamin D3 oder K2. Also und K2. So, und da er ja nur 9 Kilo hat, ist es ein Tropfen. Also ein Tropfen K2, ein Tropfen D3 habe ich mit ins Trinkwasser gemacht. Und sieh da, nach einer Woche, Schwänzchen hinten wieder hoch, wieder Schwänzchen am Wedeln, hat er ewig nicht gemacht. Also auch dieses Sonnenvitamin fehlt den Hunden natürlich auch. Also gerade der Rudi, der immer so ein Sonnenhund war, sobald die Sonne irgendwo reinscheint, legt er sich direkt in die Sonne. Ja, weil Tiere wissen, was sie brauchen. Die brauchen Sonne, die brauchen D3. Weil das ist wichtig, dass der Körper D3 produziert, weil es dir dann gut geht. Und genauso ist es, wenn wir es zusupplementieren. Also das habe ich jedenfalls als ausprobiert und damit fahre ich wirklich gut. Der ist wieder im Leben, der ist einfach dabei, der ist wieder aufgeweckt da, also auch mal durch das Kokosnussöl und durch das D3. Wie gesagt, das ist aber auch ganz, ganz legitim. Das kannst du 1000 Einheiten am Tag, kannst du ihm das geben. So, und wie gesagt, mir geht's gut, ich fühle mich fit, alles ist Bombe. Das ist ein kleines Update. Jetzt gucken wir uns nochmal die Haare an. Seitlicher Spender, wird sich nichts verändert haben. Da habe ich aber so eine kleine Lücke, weiß nicht. So, hinten gucken wir uns an und denkt immer dran, Freunde, es geht um diesen Bereich. Hier wollen wir zumachen. Im ersten Video sieht man ganz klar die Haut. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wahrscheinlich sieht man sie jetzt auch, ist ganz klar. Und das ist die andere Seite. So, und ja, mehr als abwarten können wir nicht. Wir schauen uns das wirklich an. Ich mache jetzt immer alle 2 Wochen eine Woche, wie ich Bock habe, mal ein Update zum Experiment. Und ein paar Sachen habe ich noch aufgeschrieben. Das ist noch ziemlich wichtig. Ich bin gleich wieder da. Ich muss einen Schnitt machen, weil ich mir das auf den Zettel geschrieben habe. So, da bin ich wieder. Ist auch selten. Schnitt, glaube ich, habt ihr bei mir noch nie gesehen, weil ich ja eigentlich immer so drauf losquatsche. Und ich bin nicht so der Typ, der schneidet. Ich habe das hier mal aufgeschrieben und zwar gibt es Neuigkeiten von Medical Exclusive, wo ich war. Ich hatte gestern telefoniert mit denen und zwar dachte ich, Mensch, was gibt's denn Neues, jetzt wo ich ja auch nicht rüberfliegen kann, wie sieht's aus, ich würde mal gerne was Neues berichten. Ja, es gibt was Neues tatsächlich, also jetzt werden auch Hepatitis-Patienten und HIV-Patienten behandelt, allerdings mit einem ganz anderen Team, speziell geschult in einer ganz anderen Klinik. Also nur, dass ihr das mal gehört habt, ihr seid dann nicht in der Klinik, weil die Klinik ist speziell und das Team ist speziell und die Haartransplantation kostet durch den Aufwand ungefähr 50% mehr. Müsst ihr mit denen sprechen. Ich fand das nur mal interessant, mal auch meinen Kanal zu sagen, weil wie gesagt, Hepatitis, HIV, also da können die Leute jetzt auch durchaus eine Haartransplantation machen. Das ist also neu in Istanbul bei Medical Exclusive. Und was ich noch ganz cool fand, das hatten die mir auch gesagt, und zwar gibt es ein neues Bleaching-Verfahren, also für die Zähne aufzuhellen. Früher war das ja mit diesem UV-Licht oder mit diesem blauen Licht, das kennt ja jeder. Und ja, dann waren die Zähne immer sehr sensibel danach. Man hat ein bisschen Probleme, manche haben es, manche nicht. Manche können damit gut um, manche schlechter um. Und da haben die jetzt ein neues Verfahren. Und zwar haben sie mir auch gesagt, wie das heißt, ich habe das aufgeschrieben, Diodenlasertechnik. Also das ist ganz neu. Es ist so, dass auch das Bleaching an sich viel länger hält. Und zwar, die Zähne, ich muss raufgucken, Entschuldigung. Die Zähne werden halten viel länger, sehen gesünder aus. Du hast nicht mehr dieses Sensible, das ist dann weg. Das Einzige, was man hat, ist ein leichtes Lippenbrennen danach. Aber das ist locker auszuhalten, das hat man dann so für einen Tag oder einen halben Tag, sagte er. Und das war es auch. Das wollte ich nochmal sagen. Genau.
Genau. Und wenn Leute diese gelben Verfärbungen haben auf den Zähnen, ich weiß nicht, wie die heißen, also da gibt es so gelbe Verfärbungen, die gehen auch komplett weg, nicht komplett, aber zu 80-90% kann man die damit noch mitbehandeln und die sind dann auch so zu 80-90% mit weg. Das ist also ganz neu, wie gesagt, die Ionenlasertechnik fürs Zähnebleachen. Kostet ungefähr das gleiche Geld, ist nicht teurer als das alte Bleaching. Was genau es kostet, müsst ihr einfach dann nochmal nachfragen. Das wollte ich noch sagen und ich finde es halt eine geile Idee, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Haartransplantation macht und sag mal, ich weiß jetzt nicht, 200, 100, 150, ich weiß nicht, was kostet, müsst ihr vor Ort nachfragen, dann ist es halt so, dann kann man die Zähne gleich mit aufhellen lassen, wenn man das will. Wer es möchte, kann es mitmachen. Wie gesagt, Diodenlasertechnik finde ich interessant. Werde ich auch mal auf jeden Fall begleiten, wenn das alles wieder ein bisschen lockerer und flockiger ist, wenn wir wieder fliegen können und. Gut, ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare rein. Denkt an die Gruppe Haartransplantation, Erfahrung und Austausch mit meinem Logo. Alle Plantierten, die noch plantiert werden wollen, lade ich da ein. Die Gruppe wird sich ein bisschen ändern. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr Schönheit reinnehmen, Beauty, Fettabsaugung. Die Leute sollen auch ein bisschen mehr berichten, weil ich glaube, jetzt gibt es so viele Haartransplantationsgruppen. Wir sollten einen Schritt weiter gehen und wir sollten generell Männer auf Beauty gehen, dass die Leute auch mal ihre Augen posten vorher, nachher. Also fühlt euch da nicht irgendwie zugezwungen, nur eure Haare zu posten. Ihr könnt in diese Gruppe gerne auch posten, wenn ihr die Hüften habt absaugen lassen oder wenn ihr die Augen gemacht habt oder wenn ihr vielleicht eine Kinnstraffung gemacht habt. Also wie gesagt, könnt ihr auch da rein posten, bin ich der Letzte, der da was rauslöscht. Ich glaube, wir müssen einen Schritt weiter gehen mit der Gruppe, weil nur Haare, ja, wird jetzt auf Dauer auch langweilig. Viele sind fertig, viele sind noch in der Gruppe und werden auch immer in der Gruppe bleiben, weil man, klar, man will das ja auch sehen. Und ja, sollten wir uns überlegen, ob wir da nicht einen anderen Schritt mehr machen. Jetzt habe ich viel zu viel erzählt, wollte ich gar nicht. Bleibt am Kanal, abonnieren, Glocke an, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ich werde euch irgendwann mal diese Sachen, die ich bestellt habe, unter meinem Video verlinken. Aber ich bin ja auch gerade dabei, diese Amazon-Links rauszuschmeißen. Das heißt, ich werde da auch nichts von haben, weil ich kaufe das hier, weil Natural Elements habe ich das jetzt hier durch. Was weiß ich, Silizium, das war auch ein günstiges hier von Nature, weiß der Geier was. Also, bleibt am Kanal, ich bin raus, lasst euch nicht verarschen, Freunde.